Willkommen zu Let's Play Hawken Beta. Ein gratis MMO-Spiel mit Mechs und yeah. Ich werde mal ins Tutorial reinspringen, um euch darauf hinzuweisen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich werde das nämlich mit ein paar neuen Let's Play-Kollegen bzw. einem neuen Let's Play-Kollegen spielen. Versuchen wir also das Beste daraus zu machen. Basic Movement. Hey there, Pilot. I'm uploading now. Feel free to look around while I finish loading in. Okay, Maus, um sich umzusehen. Mechs haben eine limitierte Drehgeschwindigkeit. Und sie brauchen ein bisschen, um Speed aufzubauen. Sieht doch schon mal vielversprechend aus. Movement Drive initiated. Oh! Mechs benutzen Treibstoff, um zu boosten oder zu hovern. Alle Mechs haben eine limitierte Anzahl. Aha. Um keinen Fuel zu verbrauchen, wird es wieder aufgefüllt. Boosting rockets your mech forward. Boosting burns fuel. Shift W. Boosting burns fuel quickly, but can really save your life. Okay. Here, watch me do two spins and then you try. Shift und S. Oh. Let's do another long burn just to make sure your mech is running smoothly. Zack. Alle Mechs können hovern. Hovern verbraucht Fuel. Mechs können nur so lange. Ne, manche Mechs können halt nur so hoch fliegen. Okay. Gut gemacht. Notice your mech can't reach every ledge. And if your fuel runs out, you'll be an easy target. Okay. Hallo? Hover can't get you to every height, but you can use it to get from platform to platform. Okay, rüber hovern. Yeah! Basic movement complete. Spacebar to continue. Okay, that does it for basic movement. Next up, weapons. Oh, das wird mein Favoritenteil. Basic weapons. Okay. First up is your primary weapon. Ich denke mal, diese primary weapon ist das, wollte ich gerade sagen, das Gewehr, was ich rechts links habe. Tun typischen oder durchschnittlichen Schaden generell small amount of hit. Oh, da. Yeah. Next up, your secondary weapon. Slow fire rate. Braucht kalkuliert. Nutzen. Verbraucht mehr Hitze. Okay. This next one is a bit more difficult. Mhm. Jede jede sekundäre Waffe hat eine alternative Funktion. Deine jetzige Waffe kann Raketen mitten im Flug zu zerstören. Während des Fluges. Okay. Yeah.
Hitzemanagement. Waffen erhöhen natürlich die Hitze. Aufhören zu feuern, damit es kühler wird. Die rote Leiste zeigt den Hitzelevel an. Überhitzen wird dafür sorgen, dass deine Systeme zeitweilig abschalten. Vermeide das Überhitzen deines Mechs. Jeder Mech hat eine einzigartige Fähigkeit. Deine jetzige Fähigkeit ist Abkühlen. Diese Fähigkeit wird sich automatisch refuelen. Ah. Coolant is a really powerful ability. You can shoot twice as long as anyone else. So be sure to keep an eye on your mech's ability. It can mean the difference between life and death. Okay. Basic weapons complete. Next up, items. Okay. Ooh. Ja, wie man eigentlich schon merken kann, ich bin eigentlich ein Fan von Mech-Spielen, aber irgendwie gibt es da mittlerweile kaum noch was. Advanced Tactics. In this section, we're going to learn about items and repairing. Your current item is a shield that can absorb attacks. Okay. Alle Mechs haben einsetzbare Items. Items füllen sich automatisch wieder auf. Die Taste halt für Items kann es irgendwie weiter wegschicken. Oder dafür sorgen, dass das länger läuft. Ah. To learn about repairing. This might sting a bit. Brace yourself. Nein, 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 nein. Au, oh, ja, schieß mir ruhig in die Seite, Vibe. Gott. Vermeide, dass du im Kampf repariert werden musst. Nutze es oft, aber vorsichtig. C. Oh. Okay. Ja, schieß noch mal drauf. Ich glaube, das macht die einfach nur, weil sie Spaß dran hat. Oh. Moment. Ah. Okay. Now try and take a shot at me. Rapid Manöver. Dodging is an absolute necessity. Learn it, use it. Let's start with the basics. Go ahead and try a left and a right dodge. Perfect. Now for something a bit more advanced. First, fire at me, then dodge to avoid my return fire. Use dodge to avoid my rockets. Nice dodge. Ah. Funktioniert doch. Boom, erwischt. Advanced Tactics complete. Nice work. Now let's take everything you've just learned and use it against an AI sparring program. Oh, jetzt gibt's einen AI Battle. Combat Training. Use your training to defeat your opponent. Destroy the enemy mech 5 times to your certification. Try dodging behind cover to avoid damage. Was ist das?
Oh. Jump pads will propel you to higher ground. Shit. Da war er. Sack. Zack, erwischt. Remember to repair when your enemies are down. Er war direkt hier vorne. Komm raus, Michi, mich. Abkühlen und bumm. Shit. Erledigt. Würde ich gerne machen, aber der Typ folgt mir gerade. Try dodging behind cover to avoid damage. So, repaired. Weiter geht's. Jump pads will propel you to higher ground. Yeah. So läuft das hier. Use your radar to discover enemies. Na, gib ihm sauberes, gib ihm sauberes. Yeah! Remember to repair when your enemies are down. Zack, Volltreffer. Take it! Mal hier hinter in Sicherheit. Oh shit. Du willst dich also anschleichen, mein Freund. Yeah, yeah. Boom, fünfmal Sack. Certification Basic Training. Congratulations, Pilot. You've just earned your first mech and a license to compete. Now let's disconnect and head back. Yeah! Training complete. Yeah. Okay, Leute. Das war das Training von Hawken. Ich werde definitiv noch gucken, dass halt das Let's Play davon so halt ein bisschen jetzt dazwischen geschoben ist, ist mir klar. Nein, was ich sagen wollte, ist, das Let's Play ist ein bisschen dazwischen geschoben. Das ist neue Partnerschaft mit den neuen Kollegen. Ich muss immer noch ganz überlegen, der Name, den kann ich mir noch nicht so ganz merken. Ja. Ich glaube, als nächstes werden wir mal testen Offline Team Deathmatch. Dann werden wir sehen, was da am besten als Sache läuft. Ja, und dann werden wir Bescheid wissen. Das war jetzt auf erstes Mal das Virtual Reality Training. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei dem Let's Play dabei mit den neuen Kollegen. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, Leute. Ciao.